Ah, und wir sind zurück hier auf unserem Mainboard und sehen ein ganz neues Gesicht und ein ganz, ganz bekanntes. Der Maximizer Love Max Tree. Hopp. Titel auf der European Tour, Titel auf der Pro Tour. Mittlerweile die Tourcard verloren, gerade so ein bisschen ja, wieder auf dem Weg zurück, wieder in der Findungsphase. Will wieder an alte Leistungen anknüpfen. Er bekommt es zu tun mit Dominik Grüllich, einer unserer Qualifikanten. First leg, it's Max to throw first, game on. Der sich direkt beim ersten Qualifier in Hildesheim hat durchsetzen können, im Finale André Velge geschlagen. Und Gaga, ich bin sehr, sehr gespannt, 100. Vor allem, wie sich Max Hopp präsentieren wird hier bei seiner ersten Partie auf der Bühne. Ich glaube, da sind wir alle, jeder weiß, was Max kann. Er kann fantastisch Dart spielen. Hat natürlich jetzt ein schwieriges Jahr oder schwierige zwei Jahre hinter sich. Und hat vielleicht so ein bisschen jetzt wieder den Reset-Knopf gedrückt. Und ich denke, der sieht jetzt auch diese Super League dieses Jahr so als Neustart für ihn. Und dass er gut Dart spielen 100. kann, brauchen wir nicht drüber zu reden. Dominik Grüllich finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Mann. Sehr, sehr gute Ergebnisse bei der Development Tour, bei der Challenge Tour gehabt jetzt. Einer so der aufstrebenden Deutschen. 140. Die letzten Monate, muss man sagen. Ja, der hat einige richtig tolle Ergebnisse geholt und gezeigt, dass in Darts Deutschland sich auch einiges in der Breite bewegt mittlerweile. Das ist auch, was danach kommt an jungen Spielern. Wir haben es ja gesagt, gerade auch bei Pascal Rupprecht, bei Paul Krone, auch Leute, die dann teilweise aus dem Nichts kommen, wo du denkst, wo seid ihr gewesen? Ja, und plötzlich sind sie da und holen sich eine Tourcard oder qualifizieren sich für die Super League. Das ist schon wirklich toll zu sehen. Ja, Max Hopp hier. Mit 123 lässt sich 120 Rest. So, Max Hopp bekommt hier die erste Chance auf das Shanghai Finish. Da rutscht ihm der erste Dart in die 1. Jetzt muss er es korrigieren, muss es aufräumen. Das gelingt ihm gut. 80. 40 Punkte Rest für den Maximizer. Dominik Grüllich, 132 Punkte. Sehr schönes Finish, wenn es gelingt. Ja, der erste steckt auch sehr, sehr schön. Er geht aber Triple 14. Für Tops. Klasse Versuch hier von Dominik Grüllich. Und Max Hopp kann einmal tief durchatmen. Und jetzt die Doppel 20 ins Visier nehmen. Klasse Marker. Game kann er nutzen. Super angespielt. 1-0 Führung für den Maximizer. Ja, und dieser Dominik Grüllich, er hatte vor allem im Halbfinale 140. des Qualifiers, den er dann am Ende gewonnen hat, großartige Darts ins Board gezaubert gegen Oliver Müller. 3 Dart Average von 106,75 gespielt. Ja, und auch hier könnte er derjenige sein, der mit der 140. vielleicht ersten 180 für ein kleines Ausrufezeichen sorgt. Dominik Grüllich war jetzt auch dieses Jahr wieder bei der Development Tour im Finale, bei einem Turnier letztes Jahr schon im Finale. Und da spielt er auch wirklich ständig sehr, sehr hohe Averages. Also der ist auf einem sehr, sehr guten Weg, definitiv. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dann so junge Spieler vielleicht auch so das erste Mal sieht. Man achtet doch auch immer sehr auf den Wurfstil. Ich finde, das ist auch bei Dominik Grüllich grundsolide. 81. Ja, es sind bisschen viel Bewegung im Körper, aber im Endeffekt ist das auch egal. Es ist jeder hat seinen eigenen Wurf, also da gibt es jetzt ja auch kein Patentrezept, wie es am besten funktioniert. 97. Kann auch nicht jeder so stabil sein wie Pascal Rupprecht. Das definitiv auch nicht, aber. Hat 41 Punkte wären es nicht für Max Hopp, somit. Dann jetzt gleich 3 Darts auf die
Doppel 12 für Grüllich. 105. Max macht aber nochmal Druck, lässt die 36 Rest. Der 21-Jährige aus Hollenzach in Bayern. Ja, und mit dem letzten Dart. Mit dem letzten Dart macht das und das war wichtig, denn Max Hopp stand in Position. Wäre aller Wahrscheinlichkeit nach zur Stelle gewesen. Und du hast die hohen Averages von Grüllich angesprochen. 97. Mein klar, der hat nur einen Qualifier gespielt für die Super League. Dementsprechend musste er das auch nicht über die komplette Distanz spielen, aber 88,64 über den kompletten Qualifier. Das ist schon sehr, sehr manierlich. 100. Er hat meine doch einige Spiele auch am Tag. Das wird auch jetzt für die Spieler hier bei dem Turnier natürlich auch eine Frage. Man fängt halt um 1:15 an, hat das letzte Spiel 59. abends irgendwann um 7:30 oder so. Das ist schon ein langer Tag und das dann zweimal. Der Donnerstag wird dann ein bisschen ruhiger für die Spieler. 100. Aber der Finaltag wird dann auch wieder sehr, sehr anstrengend. Ja, wobei Belastung im Vergleich zu den letzten 96. beiden Jahren ein bisschen weniger geworden ist in der Super League. Es ist immer noch ein ordentliches Programm, aber die zweite Gruppenphase, die 2022 und 2021 gespielt wurden, die sind mittlerweile nicht mehr da. Und ich glaube, da waren die Spieler auch nicht undankbar darüber. Nein, ich glaube, das ist so ist das Format, glaube ich, gut gewählt. Und ich glaube, wir werden viel Spannung erleben. Gerade am Freitag wird es mit Sicherheit einen spannenden Tag geben hier. Und da wirst du auch wieder mit von der Partie sein. Freuen wir uns sehr, dass du am Freitag beim Finale wieder hier bei uns in Bitburg bist. Und wir haben über hohe Averages gesprochen und was Max Hopp und Dominik Grüllich hier bisher machen auf dieser Bühne ist richtig gut. 112. Ein Dart verpasst für Grüllich. Und Hopp weiß, dass er die 126 hier wahrscheinlich wird nehmen müssen. Und er kriegt die Chance. Bullseye. 101. Wir sehen es nicht, aber wir hören 101. Grüllich, zwei Darts auf Tops, einer noch auf die Doppel-10 zum Break, nimmt er. Third leg. Stark von Dominik. Zweimal 15 Darts in Folge von Dominik Grüllich. Und das sehen wir hier in diesen ersten drei Legs bisher richtig, richtig hohes Niveau, das die beiden uns zeigen. 100. Beide bei 98, 99 Punkten im Schnitt. Ja, der Maximizer, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr auf der Pro Tour unterwegs, nachdem er die Tourcard verloren hat. Geht, du hast es angesprochen, diesen neuen Anlauf über die Challenge Tour, hat in letzter Zeit auch viele Exhibitions gespielt. Auch das 24. weißt du aus Erfahrung, kann gutes Training sein. Ja, definitiv. Gerade wenn man diese großen Exhibitions spielt, das ist schon eine gute Erfahrung. Und da wird schon auch ordentlich Darts gespielt und ist natürlich auch vor Publikum, vor vielen Zuschauern. Das macht bringt einfach Erfahrung mit. Und ich glaube, nächstes Jahr sind wir relativ viel in Deutschland auf Exhibitions und da findet auch jeder was in seiner Nähe. 100. Und auch in diesem vierten Leg ist Dominik Grüllich wieder der, der frühzeitig den Ton angibt. 60. Jetzt hier nur 60 Punkte, aber Max Hopp nicht allzu gut unterwegs in diesem vierten Durchgang. Kann er jetzt hier angreifen. Braucht für ein Finish die 180. 140. 180 Punkte bleiben stehen bei Max Hopp.
Wir sehen das hier ab und zu mal bei diesem, gerade beim ersten Dart von Grülich, dass er immer noch mal absetzt, wenn das Gefühl noch nicht ganz so ist, wie er sich das vorstellt. 84. Steht aber hier auch wieder nach 15 Darts auf 20 Rest, also das ist schon verdammt stark. 100. Hopp ist in Schlagdistanz, aber gerade eben hat Grülich auf der Doppel-10 das 2:1 besorgt. Holt er jetzt das 3:1 da unten rechts. Oh, klasse. Wieder mit dem letzten Dart in der Hand. Und das tut natürlich doppelt und dreifach weh aus der Sicht von Max Hopp. Wenn du dahinter stehst und das Gefühl hast, na, jetzt komme ich vielleicht nochmal dran. Aber hier guter Start von Max mit der 180. Ja, wir sehen das hier auch bei der Körpersprache von Max Hopp. Frühzeitig kommt da die Faust, da ist auch ein bisschen Aggression mit dabei. Der hat sich was vorgenommen für diese Tage von Bitburg. Ja, natürlich. Max war so oft wie kein anderer Deutscher bei der WM bis jetzt. Also er will mit Sicherheit wieder zur WM nach England und hat natürlich auch alle Chancen. 59. Ja, was man bei Max Hopp, finde ich, auch immer wieder so ein bisschen vergisst, weil er schon so lange dabei ist, aber er hat sich halt auch mit 16 das erste Mal für die WM qualifiziert damals. Verfügt 100. Wirklich für seine 27 Jahre über einen extremen Erfahrungsschatz. Ja, hier auch gut gerechnet von Max. Geht auf die 18, um sich 170 Rest zu lassen. Ja, jetzt wo du das angesprochen hast, mit relativ viel Bewegung 60. auch im Körper, jetzt fällt es mir auch auf. Ja, auch vom Stand her wirkt es ein bisschen wackelig ab und an. Aber gut, hey, auch für Dominik Grülich ist es das erste Spiel hier vor TV-Kameras. Also da spielen 96. auch immer Nerven eine gewisse Rolle. Ich glaube, wenn der sich hier ein bisschen eingroovt. Ja, er geht so beim Abwurf, geht er immer so ein bisschen auf die Zehenspitzen und ich glaube, das ist einfach auch natürlich so, dass es dann einfach ab und zu mal nicht 100. so perfekt passt und dann setzt er halt wieder ab und spielt aber bis jetzt hier ein fantastisches Spiel und stört ihn mit Sicherheit nicht. Max Hopp, Doppel 16. Jawohl, klasse Finish. Sehr, sehr sauber vom Maximizer, verkürzt auf 2:3 aus seiner Sicht in 14 Darts. Und du sagst es, Dominik Grülich macht ein richtig gutes Spiel. Das gilt aber bis hierhin auch für den Mann aus Idstein, für Max Hopp. 140. Bei dem ich auch gerade bei der Super League im letzten Jahr so das Gefühl hatte, dass er auch, gut, das war natürlich auch keine gute Phase für ihn, dass er auch nervlich sehr angespannt war. Und klar, er ist 100. natürlich weiterhin einer der bekanntesten Namen in Darts Deutschlands und da schauen die Leute natürlich auch drauf. Klar, und die jungen Spieler, weil er ja auch jung ist, aber die wollen ihn auch alle schlagen, das ist einfach so. 100. 27 Jahren, 8-mal bereits an der PDC-Weltmeisterschaft teilgenommen. Währenddessen an den anderen Boards geht es sehr, sehr knapp zu. 2:2 zwischen Liam Mendel-Lawrence und André Velge. 26. 4:3 Führung für Manny Bilder gegen Nico Kurz und 2:1 liegt Lukas Wenig vorn gegen Hurzi, gegen Michael Hurz. Ja, Liam Mendel steht gerade nach 6 Darts auf 144 Rest. Im 5. Leck. Das ist ziemlich gut. Ah, okay. Ja, der 7. ist nicht drin.
ja, das soll er sich auch aufheben hier für die Bühne dann, das ist, dass wir das groß drauf haben. 65. Ja, letztes Jahr Dragutin Horvat mit dem neuen Darter. Ja, gegen Christopher Thon das. Hat er sogar den letzten Dart vom, vom Wurf auf die Doppel-12 noch fallen lassen. Und, der vorletzte. War es der vorletzte? Ja. Und es hat ihn nicht weiter gestört. 6-9 Darter hat die Super League bereits erlebt. Einen von Gabriel Clemens, 2018. Marvin Weder. 96. Wir würden uns nicht wehren, wenn wir den einen oder anderen in diesem Jahr dabei hätten. Ich würde es mitnehmen. Ja, ich auch. Aber jetzt Konzentration auf die 105 Punkte von Max Hopp. Er wird sie nicht checken können. Und auch hier ist der Anwurf vom Maximizer wieder in Gefahr. Grüllig bei 74 Punkten. Da sieht man auch eine Reaktion. Der letzte war halt wirklich nicht gut. 66 Rest. Wenn er die 18 einfach trifft, hat er 52 Rest. Ist viel, viel besser. Oh. Ja. 34. Vielleicht sogar gedacht, dass er hier den Weg über Triple 15 einschlägt, um zumindest einen Dart auf Bull zu bekommen. Aber so kommt Max Hopp zurück. Und er verpasst die große 20. Eieieiei. Jetzt schleichen sich hier die ersten gröberen Fehler ein ins Spiel. Doppel 10 für Dominik. Der war gut unterwegs bisher. Macht das wieder mit dem letzten. Nee, diesmal lässt er aus. Somit bleibt Max Hopp hier in Leg 6 am Leben und kann das ausnutzen. Und holt sich das Break zum 3:3 in 19 Darts. Aber er wird sich denken, wurscht, wie dieses Break zustande gekommen ist. Ob in 9 oder 19 Darts. Und das wäre jetzt hier ein Ausrufezeichen. Gut zu starten in sein Leg gelingt ihm. Zweite 180 der Partie. Die zweite vom Maximizer. Ja, man nimmt jetzt hier langsam nach der 1-3 langsam das Kommando. 60. Sein Scoring ist konstanter als das von Dominik. Das muss man wirklich sagen. Der hält sich jetzt hier über die komplette Distanz dieses Matches bisher bei diesen, ja, so Mitte 90 im Schnitt, 95, 96. 99. Das hat er neulich auch nach seinen letzten Auftritten auf der Challenge Tour gepostet. Hat er gesagt, wenn diese Averages so von um die 95 Punkte, wenn die wieder konstanter kommen, dann wird's, Zitat, wieder sehr interessant. 45. Gute Aufnahme hier von Dominik Grüllig, für den es jetzt wichtig sein wird, diesen Mini-Run von Max Hopp wieder zu unterbrechen. Der letzte von Max Hopp sitzt im Triple. Aber wenn jetzt hier eine richtig gute Aufnahme kommt von Grüllig, wäre er Favorit auf dieses Leg. Da würde er sehr gern noch einen drin sehen. 100. Vielleicht sogar ein Dart auf Bullseye Sinn gemacht mit dem letzten, dass er bei 97 rauskommt. Aber vielleicht spielt es ja gar keine Rolle mehr. 80. Ja, noch ein Dart in der Triple 20. Hätte Doppel 11 gelassen. Da war der Maximizer einfach sehr zufrieden, wie der erste da gesteckt hat. Den konnte er gut anspielen. Ein Dart auf Tops für Grüllig. Und der ist richtig, richtig wichtig. Ja, das wäre wieder ein Break gewesen. Jetzt hat Max die Chance mit 62 Punkten hier endlich mal wieder in Führung zu gehen im Spiel. Ein Dart soll es geben. Gerade eben hat er den Flüchtigkeitsfehler gemacht. Diesmal nicht. Diesmal gibt es ein Dart auf Tops. Doch er verzieht leicht nach unten.
anständiger Marker. Noch besserer Marker oder steckt er im Weg? Ganz kleinen Schritt zur Seite gemacht. Kann er den jetzt anspielen? Nee. No score. Und das sind jetzt zu viele verpasste Darts auf Doppel. 8 Darts in den letzten beiden Legs von Dominik Grüllich, die er am äußeren Ring vorbeigeworfen hat. Und Max Hopp sammelt das auf. Dritter Leggewinn in Folge für den Hessen. 2:19 Darts in Folge sichern ihm hier 140. Die 4:3 Führung. Schöner letzter hier. Auch wenn er jetzt einige Darts auf Doppel verpasst hat, in den letzten zwei Legs jeweils 4 Darts. 100. Macht er trotzdem einfach weiter und spielt ruhig seinen Stiefel runter. Das muss man auch einfach mal sagen. Für so einen jungen Kerl, der dann so viele negative Erlebnisse hatte, ist das schon schön zu sehen, dass er das einfach 100. Dann so weiterspielt. Ja, bei ihm wird sicherlich auch der Fall sein. Wir haben die guten Ergebnisse 140. auf der Development Tour angesprochen, die vielen Ausrufezeichen, die er schon hat setzen können. Also der kommt auch nicht hierher, um ja, zu gucken, dass wir hier mit 24 Leuten gerade sind und spielen können. Der will hier schon ein Wörtchen mitreden. 65. Und von daher glaube ich, dass der Aspekt, naja, jetzt hier gegen Max Hopp mal gucken, wie er reinkommt, der will das hier schon gewinnen, aber das ist richtig gut vom Maximizer. 180. Klasse Setup, dritte 180 für ihn, 24 Punkte Rest. Wie geht das an? Doppel 18, Doppel 20? Nee, bleibt auf Triple 20. 56. Und Hopp kommt zurück. 24 Punkte Rest für seinen vierten Leggewinn in Folge zum 5:3. Und jetzt lässt Hopp Big Points aus. Ja. Und Gagermann sieht es an der Reaktion, das weiß er selber. Das wäre vielleicht eine kleine Vorentscheidung gewesen. Ja, das wäre mit Sicherheit eine Vorentscheidung gewesen. Max hätte danach Aufschlag gehabt und sein Score ist gut. Boah, jetzt aus Sicht von Dominik Grüllich endlich mal wieder ein Treffer im Doppel. 4:4 Ausgleich. In den letzten drei Legs 10 Darts am Doppel vorbeigeworfen. Ganz, ganz wichtiger Moment, dass ihm da jetzt 44. dieser letzte Dart auf die Doppel 10 glückt. Genau so reagiert man dann, wenn man erleichtert ist. Ja, und gerade in dieser Gruppe, die ist sehr, sehr ausgeglichen, wie ich finde. Und da kann es nachher auch vielleicht wirklich um ein paar Legs gehen oder so. Und da ist es auch wichtig, dass man einfach kein Spiel laufen lässt und einfach immer versucht, so viele Legs zu holen, wie es geht, auch wenn es mal vielleicht in einem Spiel gar nicht so gut läuft. 140. Ja, das haben auch viele von euch nach Bekanntgabe des Draws, nach Bekanntgabe der Gruppen auf Social Media gesagt. Weil in der Gruppe C, da könnte es einen großen Namen relativ früh erwischen mit Horvath, Hopp, Rötsch, Grüllich, Tonders und Arno Merck. Von daher ganz, ganz wichtig auch hier frühzeitig sich schon ein bisschen Druck von den Schultern 81. zu nehmen, frühzeitig Punkte zu holen, Siege zu holen. Denn auch das kennt Max Hopp in der Super League, dass er ja, einem schlechten ersten Tag hinterher rennen muss. Ja. Und das macht das Erlebnis hier nicht schöner. Da ist ganz viel Platz noch in der Triple 20 gewesen und trotzdem trifft er da ab in die Triple 1. Das ist natürlich schade in dem Moment. Selbst eine Single 20 hätte einen Finish gelassen. Ja, wie kann Max Hopp das ausnutzen? Aber das, was wir gerade gesehen haben, auch 60. das wird der geneigte Hobby-Dartspieler von zu Hause sehr gut kennen. Du machst einen kleinen Schritt nach links, weil du denkst, ja, dann kann ich da links reinspielen und dann wirfst du rechts vorbei. Ja, das kriegen nicht nur die Hobbyspieler hin. Das habe ich schon oft genug selbst hinbekommen. Nur 43 Punkte für Dominik Grüllich. Das
war eine richtig dicke Break-Chance jetzt hier. Aber durch die missglückte Aufnahme jetzt gerade schwierig geworden. Max braucht jetzt auch einen, der da reingeht. Da hat er, ein wichtiger letzter Dart. Faust geballt vom Maximizer. Aber 130 Punkte. Er braucht nur eine Triple 20, um einen Dart aufs Bullseye zu kriegen. Eine hat er. Ja, müsste in der Single 20 sein. Single 20. Ja, ein Dart auf Ball. Oh, der ist knapp vorbei. Knapp vorbei. Max sollte normalerweise mindestens einen Dart bekommen. Ja, aber das haben wir vorhin auch schon mal gedacht. Wie spielt er? Er spielt die 16 für die Doppel 20. Ist mal sehr, sehr sicher da auf die Single-Felder. Der war mittendrin in der Single 16. Gutes Gefühl und noch besseres Gefühl auf die Doppel 20. 5 zu 4 geht der Maximizer hier in Front. Und jetzt das erste Mal so richtig dieses Rücken zur Wand Gefühl für Dominik Gröllich. Jetzt weiß er kann sich keinen Fehltritt erlauben und pünktlich in diesem Moment kommt da der Bouncer. Wenn der erste Dart sitzt bei Max Hopp, dann sieht das wahnsinnig gefährlich aus. Vierte 180 der Partie für Hopp. Startet perfekt in Leg Nummer 10. 100. Ja, Dominik bleibt dran, zumindest. Kleine, 99. Das kleine Spitzen der Lippen gesehen bei Max Hopp, nachdem der fünfte Dart vorbeigegangen ist. Das können wir alle. Er hat kurz dran gedacht. Er hat kurz dran gedacht. Oh, jetzt auch klasse Antwort. Klasse Antwort von Gröllich. Wichtiger Moment für ihn. Muss dranbleiben. Da noch einen rein. Das, mit der 100 wird er ein bisschen enttäuscht sein nach dem ersten Dart. Ja, eine 140 hätte 82 Rest gelassen. Das wäre zumindest ein sicherer Dart auf Doppel gewesen. Jetzt kommt Gröllich nochmal. Der muss eigentlich jetzt einen Bull spielen. Also würde ich zumindest machen. Und wenn man eine Triple 90 spielt, hat man alles richtig gemacht. Ja, das war die Ideallösung jetzt. Trotzdem. Die Chance für 122 Punkte für Max Hopp. 4 18er lassen das Bullseye. Da sind schon mal 3. Ja, Bull zum Match. 82. Erste Matchstart vergeben von Max Hopp. Aber glücklicher Ausreißer da vom Bullseye. Doppel 20 bleibt stehen. 44 Punkte für Gröllich. 12 für die Doppel 16. 2 Darts. Nimmt sich nochmal Zeit, um hier die ehemalige deutsche Nummer 1 in den Decider zu ziehen. Nee. 12. Nee. Und das war jetzt so ein bisschen die Achillesferse von Dominik Gröllich im späteren Verlauf dieser Partie. Zu viele verpasste Doppel. Und der Maximizer kriegt die Matchstarts 2, 3 und 4. Und er braucht nur 2. Holt sich den 6 zu 4 Erfolg über Dominik Gröllich. Und das konnte man sehen. Da ist jetzt schon mal ein bisschen Druck abgefallen vom Maximizer. Bald die Faust. Freut sich hier über seinen ersten Punkt.